Ich bin der Scholt. Ich bin der Rainer. Und wir sprechen heute über Kindesmissbrauch in Videospielen und schwere Themen in Games. Ist denn das erlaubt und was darf man und was soll man abbilden in Videospielen? Rainer, es gab diese große Debatte um Detroit Become Human, das neue Spiel von David Cage, dem Heavy Rain-Erfinder, und einen Trailer, der gezeigt worden ist auf der Paris Games Week, wo man als Android einer Kindesmissbrauchsszene, einer häuslichen Gewaltszene teil wird und eingreifen kann, sie verhindern kann, aber auch zuschauen kann, wie es passiert. Warum hat denn das Ganze für so viel Aufregung gesorgt? Ja, das Interessante finde ich ja daran, dass es mit großer Verzögerung eigentlich in anderen Medien für Aufregung gesorgt hat, weil ursprünglich ist das ja bereits im Oktober, glaube ich, erschienen, der Trailer, und es wurde ja da schon diskutiert, zumindest branchenintern. Allerdings der große Shitstorm ist ja jetzt ganz vor kurzem losgebrochen, als da die Sun und die Daily Mail ja an das große Fass aufgemacht haben und da Kindesmissbrauchsadvokaten sich zu Wort gemeldet haben und natürlich der unvermeidliche Tory-Abgeordnete ebenfalls mit den ganz altbekannten Argumenten, in Computerspielen wird Gewalt verherrlicht, hier wird Gewalt gegen Kinder verherrlicht, das regt zum Missbrauch an. Und einer der Proponenten hat sogar gesagt, das ist so auf der Art Gewaltporno für Menschen, die selbst Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt betreiben. Tja, das ist natürlich sehr fragwürdig. Bevor du jetzt weitergehst, hast du es auch so empfunden? Ich habe natürlich den Trailer auch als provokant empfunden und ich nehme an, das war durchaus die Absicht von David Cage, der möchte ja gern was verkaufen und möchte ja natürlich gern Publicity für sein neues Spiel. Ich muss sagen, dass ich eher im Zusammenhang mit dem, was ich von David Cage weiß, das Ganze als problematisch sehe. Also grundlegend, vielleicht kann man das gleich von vornherein festhalten. Ja, bitte erklär, was du meinst. Ich glaube, wir sind uns einig, heikle Themen in Computerspielen sind eigentlich kein Problem, sollte möglich sein. Computerspiele sind ein doch schon nicht mehr ganz so junges Medium, es ist möglich, ernsthafte Themen in Computerspielen abzuhandeln. Ob David Cage das kann, das ist eine andere Frage. Die Frage ist, wie man es umsetzt. Und warum glaubst du, ist gerade die Kritik an David Cages Umsetzung oder Art der Umsetzung von solchen ernsten Themen so groß? Natürlich, weil es ein großes, großes Spiel ist. Die Werbetrommel wird gerührt. Das ist ein Spiel, das natürlich auch den Anspruch hat, auch Menschen, die sonst sich nicht unbedingt zur Hardcore-Spielergruppe zu zählen, ansprechen soll. David Cage-Spiele werden ja gemeinhin auch so als die Zukunft des Spielens gehandelt. Oft, also von mir nicht unbedingt, aber es kommt auch immer wieder irgendwie so ein bisschen Science-Fiction-Feeling auf, wenn das der Film zum Mitspielen endlich ist. Das ist das Versprechen, das er eigentlich seit Fahrenheit versucht einzulösen. Ja, funktioniert mal besser, mal schlechter. Also du meinst, die Kritik liegt daran, dass es ein kommerzielles Produkt ist und ein ernstes Thema unter Anführungszeichen missbraucht wird, um Geld zu machen? So könnte man es natürlich sagen. Allerdings, man sollte natürlich ernsthafte Themen auch im Computerspiel behandeln. Und das darf natürlich auch in einem kommerziell erfolgreichen oder in einem Spiel erfolgen, das einen kommerziellen Anspruch hat. Nur die Kritik greift in meiner Meinung nach natürlich da total daneben, wenn jetzt da von Gewaltverherrlichung und so gesprochen wird. Denn wer den Trailer gesehen hat, der weiß also, die Gewalt, die da von diesem Familienvater ausgeht, die wird nicht verherrlicht, die wird recht abstoßend dargestellt. Es ist eindeutig, dass sich der Spieler nicht zu identifizieren hat mit dieser Gewalt. Im Gegenteil, der Spieler selbst wird Opfer dieser Gewalt. Also der spielt ja da in der Rolle dieses Roboter-Kindermädchens, Kara, glaube ich. Und trotzdem ist es natürlich ein extrem heikles und sensibles Thema und man muss David Cage natürlich da vorwerfen, dass er da, um eben die Werbetrommel möglichst effektiv zu rühren, natürlich mit Absicht an Tabus rührt und der Backlash jetzt ist in gewisser Weise zu erwarten. Wahrscheinlich wäre da ein bisschen mehr Sensibilität angebracht gewesen. Jetzt mein Gegenargument wäre, wie soll man denn auf so ernste Themen aufmerksam machen, wenn man keine Werbetrommel für ein Kulturprodukt oder ein Medienprodukt rührt. Ja, was da dazu kommt, ist ja noch, dass Detroit Become Human ist ja kein Spiel über häuslichen Missbrauch. Das ist ja ein Spiel, wo es um künstliche Intelligenz geht, um das Bewusstwerden von AI, die sich da, Become Human, der Titel sagt es ja schon, also wie weit können Roboter menschliche Gefühle, menschliches Bewusstsein entwickeln? Man muss schon sagen, wenn es ein Spiel wäre, das sich dezidiert um das Thema Gewalt an Kindern oder häuslichen Missbrauch dreht, dann wäre es wieder etwas anderes. Mhm. Dann könnte man auch davon ausgehen, dass das Thema mit einer nötigen Tiefe und mit einer nötigen Sensibilität behandelt wird. Nur es ist eben nicht so. Das ist eine von vielen Szenen im Spiel. Es liegt der Verdacht sehr nahe, dass da wieder einmal das passiert, was bei Computerspielen, die sich um ernste Themen annehmen, ja öfters vorkommt, dass nämlich diese Thematiken eigentlich eher nur so wie Tapete drüber geklatscht werden. Und es besteht eigentlich gar nicht die Absicht, da irgendeine Position zu beziehen. David Cage hat ja auch in einem Interview gesagt, er hat eigentlich gar kein Interesse daran, irgendwelche Fragen zu beantworten.
beantworten, sondern er möchte nur Fragen stellen. Mhm. Und das ist natürlich bei Themen, wo eigentlich die Fragestellungen, tja, welche Fragen soll man denn da stellen angesichts dieser Szene? Ja, ist Gewalt an Kindern etwa gut oder ist sie etwa schlecht? Darf man mit Gewalt darauf antworten? Soll man nicht besser weglaufen? Also es ist problematisch, dass das Spiel natürlich eigentlich nicht um häuslichen Missbrauch und nicht um Kindesmissbrauch sich dreht, sondern es geht um eine Science-Fiction-Geschichte, in der es dann auch wahrscheinlich um den Aufstand der Maschinen gehen wird. Nur, das ist natürlich ein anderes Problem. Wir reden hier total über ungelegte Eier. Kein Mensch außerhalb des Studios von Quantic Dreams hat bis jetzt gesehen, worum es in dem Spiel eigentlich geht. Es gibt eben nur diese Häppchen und die werden natürlich uns hergeworfen, damit wir uns darum streiten. Na gut, nachdem wir jetzt schon wissen, dass man, glaube ich, in drei oder vier Charaktere schlüpfen wird, kann es nicht nur um diese Szene gehen. Das heißt, es wird nur ein Teil sein. Also die Kritik ist berechtigt, glaube ich, dass man sagt, ja, wenn man ein ernstes Thema sich zur Brust nimmt, dann muss es auch ernst umgesetzt werden, auch mit aller nötigen Tiefgründigkeit. Wie könnte man in deiner Meinung nach so ein ernstes Thema gut umsetzen, sodass es dem auch gerecht wird? Gibt es dafür Beispiele? Ja, was Computerspiele wahnsinnig gut können, ist ja Systeme und Mechaniken erfahrbar zu machen. Das sieht man eben in den Spielen, in denen das gut funktioniert. Ich muss da leider wirklich Beispiele aus dem Indie-Sektor anbringen, weil die eben sich wirklich mehr Gedanken über das Thema gemacht hat als der große kommerzielle AAA-Sektor. Zum Beispiel, wirklich wird oft genannt in dem Zusammenhang Papers, Please, das Spiel, wo man einen Grenzbeamten spielt, das schafft es durch seine Systeme einfach das Gefühl im Spieler nacherlebbar zu machen, was es heißt, Autorität in einem bürokratischen System auszuüben. Das ist eine ziemlich wertvolle Erfahrung, wenn man die einmal gemacht hat. Das öffnet einem auch die Augen für die Machtmechanismen, die tatsächlich in der Realität stattfinden. Andere Spiele, This War of Mine, wo es um soziale Mechaniken in Kriegssituationen geht, oder ein anderes Beispiel, das tatsächlich auf das Thema Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt wirklich direkt abzielt. Papo Io, das ist ein Spiel von einem, glaube ich, brasilianischen Indie-Entwickler, und der thematisiert darin seine Kindheit mit seinem alkoholkranken und gewalttätigen Vater. Der Vater wird da dargestellt oder halt symbolisiert durch ein riesengroßes, rosarotes, glaube ich, oder oranges Monster. Das zum Bösen werden kann, aber auch zum Guten. Genau, das eigentlich ein ganz ein nettes ist, außer wenn es eben die grünen Frösche inhaliert. Sie sind quasi das Symbol für den Alkoholismus. Und durch solche Mechaniken ist es, glaube ich, sehr gut möglich, dass Spiele wirklich da große Empathie auslösen können und ihr Thema wirklich angemessen behandeln. Nur, wenn das eben tatsächlich in einem Multiple-Choice-Verfahren, wie es bei David Cage ja höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, darum geht, wie man jetzt aus dieser schlechten, furchtbaren, grauenhaften und realen Situation, die ist ja für viele Menschen Realität, entkommen kann, dann ist das ein bisschen eine Verhöhnung, weil die Menschen, die tatsächlich von diesen Situationen betroffen sind, die haben ja jetzt nicht die Möglichkeit, einfach nur an drei Entscheidungspunkten die richtige Entscheidung zu treffen und dann ist alles gut, und das wird leider von diesen Spielen mehr oder weniger dann angedeutet. Das hat man ja im Trailer schon gesehen. Man kann in dieser Szene entscheiden, wie man sich verhält, und kann zwischen den Vater gehen und das Kind. Man kann verschiedene Aktionen setzen, um eben den Ausgang abzuwandeln. Das ist eine sehr große Vereinfachung des Problems wahrscheinlich, und das wurde auch stark kritisiert. Findest du es prinzipiell aber gut, dass ein so ernstes Thema wie häusliche Gewalt auch einmal so realistisch dargestellt wird? Und damit meine ich jetzt grafisch realistisch und nicht so abstrakt wie zum Beispiel in Papo und Jo oder Papers, Please. Oder meinst du, es ist da oft sinnvoller, wenn man ins Abstrakte geht und eher die Metapher bedient? Wenn ich wirklich eine fotorealistische Darstellung von heiklen Themen wie häuslicher Gewalt sehen will, dann kann ich mir wirklich jeden einzelnen Film und jede einzelne TV-Serie, in denen das Thema ist, übrigens ganz selbstverständlicherweise ist das natürlich Thema in diesen anderen Medien, die kann ich mir dann ansehen. Also ich glaube, die grafische Gestaltung ist jetzt eigentlich nicht der Punkt. Der Realismus, der durch die grafische Gestaltung eigentlich ja vorgetäuscht wird, das ist fotorealistisch, es sieht ganz real aus. Es ist eben wie der Film zum Spielen, die ist da eigentlich das kleinere Element. Es geht um eine Erfahrung und um eben eine Problematik, die, tja, eben die heikel ist, wie gesagt, und da geht es dann eher nicht darum, ob jetzt so und so viele tausend Polygone zu sehen sind, sondern eher darum, wie mit der Thematik an sich umgegangen wird. Und da kann man schon möglicherweise jetzt vermuten, nach dem, was wir bis jetzt davon gesehen haben, dass es David Cage da eben wirklich darum geht, eine möglichst emotionale Situation zu zeigen. Es ist ja sein großes Ziel, Emotionen erfahrbar zu machen. Und also Emotionen sind ja die Zukunft des Spielens, laut David Cage. Ein großer Schaumschläger, wie man aus den Zitaten auch merkt. Emotion generell ist auch die Gegenwart des natürlich, Spiels, oder? Ja. Ich meine, das stimmt. Insofern sind ja seinen großen Sprüchen da irgendwie noch ein bisschen mehr mit Skepsis zu begegnen, weil das ist ja schon der Fall längst. Wenn er das macht, muss man schon davon ausgehen, da ist sicher ein ganz großer Teil Effekthascherei und wirklich Plakativität. Weil du gesagt hast, die grafische Gestaltung ist da eher nebensächlich oder nicht so entscheidend. Kannst du dich noch erinnern an Modern Warfare 2, die Szene, wo man als verdeckter Ermittler Teil eines Terroranschlags
wird an einem russischen Flughafen und die Wahl hat, ob man jetzt Zivilisten erschießt oder nicht. Ich würde mal behaupten, ohne die realistische grafische Darstellung wäre das Thema längst nicht so erfasst worden, wie es in den Medien erfasst worden ist. Bin mir nicht sicher, ob das stimmt, weil als Computerspiele noch weitaus weniger fotorealistisch waren, war die Rede ebenfalls schon davon, dass durch diese realistische Darstellung, wie zum Beispiel River Raid, vielleicht erinnert sich noch jemand dran, am C64, wirklich in den 80er Jahren, ein Spiel mit Pixelgrafik, da wurde von Kritikern ja schon gesagt, na, mit diesen realistischen Grafiken und mit diesem unglaublichen Realismus werden ja die Kinder förmlich dazu erzogen, dass sie gewalttätig werden. Also ich glaube, das ist ein Argument, das nur teilweise ins Treffen zu führen ist hier. Bei Modern Warfare war es genauso wie hier eigentlich meiner Ansicht nach ein Publicity-Stunt. Call of Duty war damals schon eine der allergrößten Franchises. Das war eine wirklich kontroversielle Szene. Es gab ja vorher sogar die Option, diese Szene zu überspringen. Das heißt, der Entwickler Infinity Ward war sich durchaus bewusst, dass da Grenzen überschritten werden. Und man muss wahrscheinlich da Call of Duty genauso vorwerfen, dass es eben einfach auch nur um die Reaktion einer möglichst großen, um die Provokation einer möglichst großen Gegenreaktion ging. Das heißt, es ist diskutiert worden natürlich, genau wie jetzt. Und man konnte sich natürlich dann bequem darauf zurückziehen, ja, aber andere Medien dürfen das doch auch. Ja, nur andere Medien machen das in den meisten Fällen allerdings auf andere Art und Weise. Aber lustigerweise gibt es jetzt viele der Stimmen, die damals gesagt haben, ja, das ist aber gut, dass sie es reinbringen, weil da wird man Teil dieses Schreckens und man wird provoziert. Jetzt aber beim David Cage gesagt haben und bei Detroit, das geht jetzt zu weit. Ist es merkwürdig, dass da unterschieden wird und nicht mit gleichem Maß gemessen wird? Ich glaube schon, weil ja Kriegsszenarien oder terroristische Anschläge gibt es ja schon wirklich ganz lange im Computerspiel. Also die Auseinandersetzung zwischen militärischen Verbänden oder auch von militärischen Verbänden gegen Zivilisten sind ja wirklich schon wahrscheinlich immer Thema von Computerspielen. Allerdings, wie du vorher gesagt hast, es ist wirklich ein intimes Thema. Noch dazu eines, das wirklich die gesamte Gesellschaft berührt. Also, und da kann man natürlich argumentieren, ja, Terrorismus tut das auch. Allerdings in dem Ausmaß, wie so Gewalt innerhalb der Familie wirklich überall höchstwahrscheinlich da im Verborgenen existiert, sind es ein ganz anderes Paar Schuhe. Und man muss auch dazu sagen, dass die Diskussion um Modern Warfare 2 war, also, glaube ich, das ist jetzt, glaube ich, schon wieder 8 Jahre her auch. Das heißt, ich würde ja schon sagen, inzwischen hat sich der Diskurs ein bisschen geändert auch. Allerdings, wie gesagt, die erste Reaktion auf den Trailer von Detroit Become Human, die branchenintern geäußert wurde, die war ja auch um einiges differenzierter als das, was jetzt wieder aufkommt. Man könnte sagen, dass branchenintern und auch im Diskurs über Videospiele sich schon einiges geändert hat, auch zum Guten. Man gesteht natürlich Computerspielen in, sagen wir mal, unseren Kreisen unter Anführungszeichen, ich mache da Gänsefüßchen in der Luft, also Menschen, die sich über Computerspiele mehr Gedanken machen, als ob es nur Konsumprodukte zum Unterhaltungswert sind, denen ist wirklich, glaube ich, allgemein, da ist es kein Streitpunkt, ob Computerspiele nicht alles behandeln dürfen. Also meiner Ansicht nach können und dürfen Computerspiele wirklich alles behandeln. Die Frage ist eben nur die Art und Weise. Ich habe mir jetzt noch viele Gedanken gemacht zu dieser Debatte, eben über die ganzen Gewalt, die wir in letzter Zeit hatten. Und für mich hat sich ein bisschen herauskristallisiert, dass Detroit jetzt wieder so ein Aufreger geworden ist, weil es eben ein Thema ist, das in Videospielen kaum behandelt worden ist. Gewalt auf der anderen Seite, da sind wir schon so abgestumpft, habe ich das Gefühl. Wenn heute in Wolfenstein 2 jemanden die Beine abgehackt werden, dann empfinden wir das als satirisch, als überzeichnet und wir können damit leben. Ich glaube, die vielen Kriegsspiele, die wir jeden Tag sehen, wo Leute elendiglich am Schlachtfeld niedergeschossen werden, das ist für uns alle schon so, ja, verdaulich geworden, dass wir jetzt bei einem Thema, das wir noch nicht in Videospielen so oft gesehen haben, plötzlich wieder sensibler werden. Weil du Wolfenstein genannt hast, es geht natürlich auch darum, das ist natürlich eine arg überzeichnete, cartoonhafte Form von Gewalt, die da gezeigt wird. Und wenn man jetzt wirklich auf den Film umschwenkt, es gibt wirklich tausende B-Movies, C-Movies, in denen Gewalt auch abgefeiert wird oder in denen Gewalt überhaupt nicht tiefergehend thematisiert wird. Nur, es gibt wahrscheinlich auch keine Filme, in denen häusliche Gewalt quasi so als Konsumprodukt nebenbei irgendwie ausgebracht wird. Ich glaube wirklich, das ist eine Tabugrenze, die überschritten wurde. Das ist wirklich ein Thema, das große Sensibilität erfordert. Jetzt andererseits, was ich auch interessant finde, David Cage wurde ja schon im Frühjahr, als er Detroit Become Human vorgestellt hatte, ein bisschen Insensibilität vorgeworfen, weil Detroit ist ja bekannterweise eine jener amerikanischen Großstädte, in denen eine sehr, sehr große afroamerikanische Bevölkerungsgruppe lebt. Und natürlich, wenn man jetzt ein Spiel macht über eine von der Mehrheitsgesellschaft ausgebeutete Minderheit, die sich gegen ihre Unterdrücker auflehnt, dann liegt ja noch dazu in Verbindung mit einem Namen wie Detroit
der Vergleich schon sehr nahe, dass das vielleicht eine Parabel auf Sklaverei oder auf die schwarze Gesellschaftsschichten in Amerika ist. Nur, dass er David Cage auch sofort abgewehrt, er hat gesagt, nein, er hat überhaupt kein Interesse daran, so etwas zu machen. Das ist natürlich dann auch nicht unbedingt das gute Zeichen, dass hier mit großem Mut daran gegangen wird, gesellschaftlich relevante Themen abzuhandeln. Das alte Problem in Videospielen, wir wollen Realismus, wir bekommen Realismus, wir wollen Emotionen, wir bekommen Emotionen, wir wollen politische Statements, wir bekommen niemals politische Statements. Stimmt, das, darum rede ich von der Tapete, die also da drüber geklebt wird. Dabei wäre es so einfach, die Spiele müssten sich einfach nur nicht mit diesen Themen schmücken. Nur wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel wie Deus Ex Mankind Divided tatsächlich im Promo-Artwork augmentierte Cyborgs Plakate in die Luft halten lässt, wo oben steht All Lives Matters, was sich wirklich 1:1 auf die Bürgerrechtsorganisation Black Lives Matters in Amerika bezieht, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man an diesen Standards gemessen wird. Ja, nächstes Problem, das uns dann bevorsteht, im März, glaube ich, wurde verschoben mit Far Cry 5, das offensichtlich eine Analogie zu den aktuellen Entwicklungen in den USA ist, die auch total unpolitisch sein möchte. Allerdings, also, man muss sagen, dass da wirklich Wolfenstein The New Colossus tatsächlich etwas Unglaubliches geleistet hat, nämlich es hat sich tatsächlich getraut, einfach politisch Stellung zu beziehen. Also natürlich ist es einfacher, weil die Entwickler selbst... Mit allen Problemen der Selbstzensur. Mit allen Problemen der Selbstzensur, darüber haben wir ebenfalls geschrieben und schon gesprochen. Nur im amerikanischen Original ist Wolfenstein The New Colossus, das nimmt tatsächlich keine Gefangenen. Also wenn man da die Tagebucheintragungen etc. liest, das ist voll von Seitenhieben auf die momentane Administration in den USA, das verfolgt sein antifaschistisches Thema wirklich mit großer Vehemenz. Es ist ja schade, dass das im Deutschen nicht funktioniert, aber grundsätzlich, das ist eines der ersten Videospiele, das sich nicht auf diese bequeme Ausrede zurückzieht. Ja, eigentlich ist ja alles nicht so, wir wollen keine politischen Statements treffen. Das ist eines der Spiele, die tatsächlich ein politisches Statement abgeben. Far Cry 5 könnte das auch machen, nur meine Hoffnungen sind nicht so gewaltig. Ich glaube, der Unterschied zwischen Far Cry 5 und Wolfenstein ist, das eine ist ein, in Anführungszeichen, trotzdem noch ein Nischenprodukt, was einen Blockbuster betrifft, und Far Cry 5 möchte so viele Menschen wie möglich erreichen und möchte dann so wenig anecken wie möglich, habe ich die Befürchtung. Vielleicht können wir noch etwas Positives daraus ziehen, aus der Debatte um Detroit und die Darstellung von Kindesmissbrauch in Videospielen. Glaubst du, wird das Thema Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt in Videospielen gerade durch diesen Aufreger zukünftig in Videospielen mehr behandelt werden, ernster behandelt werden vielleicht? Der Punkt ist der, dass ja alle möglichen heiklen Themen bereits jetzt ausführlich behandelt werden, allerdings in einer Szene, die die allermeisten Computerspiele ja nie zu Gesicht bekommen. Ja. Die große Alt-Game-Szene, das, was früher Indie war, quasi der Underground, die behandelt wirklich sehr, sehr, sehr persönliche Themen schon seit längerer Zeit. Ob sich das tatsächlich in den Mainstream und ins AAA durchsetzt, man kann hoffen. Also ich glaube schon, dass sich auch bei den großen Herstellern ein Bewusstsein dafür breitmacht, dass mit größerem Realismusanspruch, das ist ja der große Traum. Computerspiele wollen ja realistisch sein, wollen ja möglichst ganze Welten abbilden, wie es auch die großen Open-World-Spiele immer versuchen, dass damit natürlich auch die Herausforderung einhergeht, diese heiklen Themen mitzubehandeln. Das heißt, man muss sich dann darüber Gedanken machen, und da wäre den Computerspielentwicklern, vor allem den Großen, ein bisschen mehr Mut zu wünschen, dass sie sich trauen, diese Themen sich nicht nur aufs Revers zu heften und damit Werbung zu machen, sondern eben tatsächlich mehr dazu zu sagen haben, außer schwierige Situation A, B oder C, wie komme ich am besten hier wieder raus? Mehr Mut, das wünschen wir den Entwicklern, und das ist auch unsere große Message heute. Ich bin gespannt, wie ihr das Thema seht. Bitte sagt uns doch, was ihr von der Darstellung von häuslicher Gewalt und vielen anderen schweren Themen in Videospielen haltet. Nennt bitte Beispiele, gute Beispiele, schlechte Beispiele. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like und abonniert unseren Kanal.